Das ist eine junge Ermli. Das ist eine junge Italienerin, die auch mit uns in Leopoldskron war. Jünger wie die meisten anderen. Ganz lebhaft und nett und interessant. Und wir haben dann auch so Aufführungen gemacht. Und da war die überall ganz vital dabei. Und ich habe von ihr noch ein Kopfbild gemacht, von dem ich leider das Bild nicht habe, weil damals eben in den doch noch sehr schlechten Zeiten hat sie mir gesagt, ach weißt du, ich habe doch nicht so viel Talent und ich bin ja hauptsächlich gekommen, wegen, da trifft man interessante, nette, junge Leute und kriegst von mir die Farben. Und die war scheinbar aus wohl situierten Haus. Und da hat sie mir einen vollen Satz Mussini-Farben dafür geschenkt, für das Bild, was ich ihr mitgegeben habe. Und das fehlt mir ein bisschen. Aber dies habe ich also. Das andere ist ein Kopfbild. Und dies ist eine Französin. Da bin ich von den Farben auch ausgegangen. Die war also so, nach meinem Empfinden war die ausgesprochen französischer Typ. Sehr intelligent und irgendwie graziös. Und von der habe ich drei Bilder gemacht. Die anderen kann ich nur aus dem Album zeigen. Mhm. Und dieses Porträt, ich habe sie später noch in Paris besucht. Und die war aus sehr wohlhabendem Haus. Ich nehme an, dass das der Hintergrund aus den Kolonien stammte von ihrer Familie. Aber die waren zu mir alle sehr nett und aufgeschlossen. Und eins von diesen Bildern musste ich unbedingt zu ihrer Großmutter kommen. Das war richtig eine Dame so aus dem späten letzten Jahrhundert. Und die haben wir besucht. Und da waren wir in einem kleinen Salon mit Flügeln und die alte Dame sucht ein Bäffchen und da habe ich mich umgeguckt und dann habe ich plötzlich ein Bild an der Wand gesehen, habe ich gedacht, Donnerwetter, das hat aber schöne Farben irgendwie, was ist denn das nicht? Da war das mein Bild in einem Rahmen, wie ich also höchstens im Museum von Weitem gesehen habe. Und das war das Bild von mir. Das war eine schöne Überraschung. Ja. Das ist in Spanien, bei der Familie Domecq. Das sind Andalusier, diese Pferde. Und das ist praktisch eine Parallele zur Wiener Hofreitschule. Wobei dieses in Jerez das ältere ist. Später nachher, aufgrund der Geschichte, ist es Österreichern übernommen worden und das sind die berühmten Lipizzaner und das kennt man ja hier sehr viel mehr, während das Erstaunliche ist, dass dasselbe, was in Wien die Hofreitschule ist, das ist dort in Jerez die andalusische Reitschule, die eben von der ganz alten Zeit her, der Barockzeit, die kultivierte, hochentwickelte Reiterei noch ausübte und das war bis vor wenigen Jahren privat in der Hand von der Familie Domecq. Erst jetzt in allerletzten Jahren konnten sie es nicht mehr tragen und haben es dann sozusagen als Geschenk an den spanischen König übergeben, was aber natürlich eine wirtschaftliche Entwicklung ist, die sich überall vollzieht, weil das lässt sich nicht mehr aus privatem Einkommen finanzieren. Das ist das. Und dies ist ein Porträt von einer Dame, die ja
jetzt die beste Dressurreiterin in Bayern ist. Frau Ulla Salzgeber auf ihrem Hengst Rosti. Die alles gewonnen hat, was man in Bayern bzw. auch in Deutschland gewinnen kann. Das ist auch Wiener Hofreitschule. Das ist mehr skizzenhaft. Also bei mir muss man einfach unterscheiden, was Auftragsbilder sind, wo die Leute identisch ihre Pferde, ihre Uniform und ihre Meriten drauf gewürdigt haben wollen. Oder was eigentlich wegen der Malerei entstand, weil mich das interessiert und gereizt hat irgendwie nicht. Und dazu gehört dieses hier. Die haben ja sowohl in Wien wie in Spanien nur Schimmel. Und dann haben sie aber immer einen braunen und einen Rappen dabei. Und das können Sie auch auf alten Abbildungen sehen, die also noch aus dem letzten Jahrhundert stammen. Dass immer ein Brauner oder ein Rappe dabei ist. Das ist ein Vollbild morgens, kurz nach dem Training auf der Rennbahn. Und der eben ganz frisch und aufmerksam ist. Und was ich wirklich in einem Guss gemacht habe, war draußen auf der Rennbahn selber, habe das gesehen. Habe bloß eine kleine, wie ich das häufig mache, eine ganz kleine Skizze auf irgendeinem kleinen Block und dann zu Hause das sofort gemalt. Und dementsprechend ist das eben wirklich ein gutes Bild. Gut in der Farbe, gut in allem. Und auch vor allen Dingen in dem Ausdruck, dem wachen Ausdruck eines Vollblüters. Ja, das ist für Reiter, wenn man eben selber geritten ist. Und in einem Hallenturnier. Und das ist der spannendste Moment, den es gibt, wenn man selber der Nächste ist, der den Parcours nehmen muss. Und dann müssen die noch warten. Und dies ist der Moment, wo noch der Vorgänger, der Letzte im Parcours ist, über die Hindernisse geht. Und der anschaut, was ihm bevorsteht, wenn er dran ist, als Nächster. Und das ist spannend und das Komische ist, dass die Pferde das auch empfinden, dass das spannend ist. Und das wollte ich eben irgendwo malerisch festhalten. Und da habe ich das gemacht, wo der Reiter eben noch im Schatten steht. Und hier, das ist dann in der Manege, also in der Reitbahn, wo der Parcours steht, den er dann springen muss. Ja, von den Care-Paketen, von den Amerikanern, ne? Genau, hatten wir rübergeschickt gekriegt. Und da habe ich selig glücklich die Pappe gleich genommen, nicht? Und habe die richtig behandelt. Und diese Bilder haben sich kein bisschen in der Farbe verändert. Und das ist völlig ohne, dass ich irgendeinen Kunstunterricht gehabt habe. Also das habe ich sozusagen mitgebracht. Aha. Und nachher habe ich nirgend in der ganzen Zeit der Akademien habe ich nirgendwo jemanden gefunden, der sich für Tiere begeistert hat und von dem ich hätte irgendwas lernen können, was Tiermalerei angeht. Das habe ich alles selber gemacht. Und Ihre Liebe zum Zirkus, kam das auch über die Pferde? Ja, auch über die Pferde. Und der Zirkus, ja, ich bin dem richtig nahe gekommen, weil das war auch die Zeit, wo man eben einfach kein Geld hatte. Und dann habe ich da viel rumgesessen. Und nachdem ich Vertrauen von den Leuten hatte, die natürlich sehr zurückhaltend gegenüber dem, was sie Publikum nennen, sind sie sehr zurückhaltend. Und wenn man irgendwie denen näher kommt, ist das faszinierend, weil das eine unheimlich harte Kunst ist. Die setzen ihren ganzen
ihr Leben ein, ihr Kunst nicht weiter, braucht sich bloß einer den Ellbogen verstauchen oder was. Und dann ist die Nummer, die vielleicht 4, 5 Leute zusammen gemacht haben als Akrobaten oder was, ist ausgeschmissen. Hat also ein wahnsinniges Risiko und da gehört eine enorme Passion dazu. Und dort in der Hand haben Sie noch ein Zirkusbild, das Sie gemalt haben. Das ist dieser Kerkerton. Ja, Wahnsinn. Drehen Sie es mal um. Nee, andersrum. So, ja. Nee, es ist jetzt Querformat. So, okay. Es stammt aus der gleichen Zeit, ja? Ja. Okay. Deshalb, ich kann das nur bestens empfehlen, dass man Hartfaserplatten nimmt. Weil, wie Sie sehen, Sie müssen was aushalten, nicht? Dass Sie mal im Rahmen an Rahmen knallen oder was. Das ist Mexiko. Das war 76. Habe ich sogar Datum geschrieben, das ist ja fabelhaft. Das ist so richtig typisch ist. Ja. Das ist diese Landschaftsbewuchs. Moment. Blättern Sie einfach mal so durch. Stierkampf. Porträt von dem Buch von einem Freund von mir. Das sind die Vorarbeiten für eben Züchterporträts. Nicht im Stall mache ich dann so eine Zeichnung und dann mache ich die Farben dazu. Das war die, habe ich nicht das Bild hier. Das war die Gabriela Grillo. Die hat mal die Olympiade für Dressur gewonnen in Kanada damals. Ich glaube, 1974 war das. Habe ich sie während der Morgenarbeit, habe ich das skizziert. Und das ist eben die besondere Art, das habe ich erst Jahrzehnte später gespannt, dass das ganz rar ist, dass ich die Begabung habe, einfach aus der Bewegung heraus eine Figur zu entwickeln. Und im Gegenteil, es ist so, die Bewegung reizt mich noch. Wenn das bloß so dasteht, ist es langweilig. Und Pferde können ja bekanntlich im Stehen schlafen. Und so ein schlafendes Pferd ist nicht so attraktiv, als wenn es gerade eben von der Rennbahn kommt oder vom Sprung. Sieht ganz anders aus, ja. Ja.